liebe Zuschauer, dann geht es jetzt im nächsten Slot in eine neue Dimension im Schaltschrankbau. Da bin ich schon sehr gespannt. Jetzt haben wir eingeladen den Philipp Steinberger. Er ist CEO von Wöhner und auch CEO von Future Systems. Philipp, komm doch gerne dazu. Ja, hallo, lieber Christian. Ja, ich bin schon sehr gespannt, in welche Dimension du uns jetzt führst. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und vielen Dank. Ich freue mich, dass ich im Rahmen der Safe Energy Days heute sowohl Wöhner und dessen Basissysteme für die Energieverteilung, aber natürlich auch explizit die Evolutionsschritte rund um das Crossboard vorstellen kann. Darüber hinaus werden wir am Ende eingehen auf die Kooperation zwischen Wöhner und Lütze, die wir zur Hannover Messe in den Markt bringen werden, die Synergien aus dem Lütze Airstream und dem Crossboard von Wöhner. Ja, wer ist Wöhner? Muss ich mal hier den Knopf drücken. Wöhner ermöglicht professionellen Anwendern durch faszinierende und richtungsweisende Lösungen elektrische Energie sicher zu nutzen. Das ist unser Statement, dafür stehen wir. Seit vielen Jahren, gegründet 1929, im Familienbesitz, in der vierten Generation aktuell. Ja, Sammelschienensysteme für eine professionelle Energieverteilung, das ist unsere Mission, mit dem Ziel, eben nachhaltiger, sicherer und wirtschaftlicher zu sein. Die nachhaltigen Produkte in den Markt zu bringen und auch zu behalten, dabei denken wir nicht nur an die Produktion, sondern auch die Lifetime des Produktes. Und wir sind recht stolz darauf, dass wir sehr viel Mühen und Aufwände getätigt haben, um bereits jetzt schon als Wöhner klimaneutral zu sein. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, sogar in die Klimapositivität zu kommen. Unsere Stärken, wir sind innovativ, wir sind sehr stark auf Partnerschaften fokussiert. Das heißt, wir wollen partnerschaftlich im Markt agieren. Das ist eben auch die Kooperation mit der Firma Lütze. Wir stellen uns international auf, um unseren Kunden gegenüber auch international diesen Service global anbieten zu können. Und wir reagieren mit relativ hoher Geschwindigkeit, sowohl was Innovation als auch was Service anbelangt. Besonders stolz sind wir, dass wir in die Marken des Jahrhunderts aufgenommen wurden. Das ist eine riesengroße Auszeichnung, die von den deutschen Standards erteilt wurde. Und hier sind wir eben für die Sammelschiene als Wöhner ausgezeichnet worden. Ja, kommen wir zu den Basissystemen. Ein kurzer Überblick. Im Bereich 185 Power, also ein Sammelschienensystem mit 185 mm Abstand. Hier sind wir ein Systemkomplettanbieter mit einem Berührungsschutz, der nach Berufsgenossenschaft auch das Arbeiten unter Spannung ermöglicht. Wir haben einen Adapter oder Adapterserie für Leistungsschalter. Das heißt, wir können sicherungslos bauen. Wir haben aber auch Lasttrennschalter mit Sicherungen, sowohl für den normalen Gebrauch, also als Lasttrennschalter, aber auch als Lasttrennschalter mit separatem Sprungschaltwerk, sodass man auch bedienerunabhängig schalten kann. Neu im Sortiment hier neben der ganzen Anschlusstechnik ist ein sogenannter Basissystemadapter. Was macht der Basissystemadapter? Er öffnet und baut eine Brücke zwischen den Basissystemwelten. Sie sehen ihn hier in der Mitte dargestellt. Er ermöglicht alle Komponenten unseres Crossboards auch direkt auf ein 185-Power-System aufklicken zu können. Bedeutet, Sie können künftig auch ein 185-Power-System im Bereich der elektroniknahen Anwendungen oder für Automatisierungstechnik einsetzen. Das Ziel ist eine Verschmelzung der Systemwelten. Ja, im Bereich 60 Classic. 60 Classic, das System von Wöhner, seit 1980 im Markt, kontinuierlich weiterentwickelt und wie Sie sehen, mit einer Komplettpalette an Produkten rund um Sicherungstechnik, sicherungsloser Technik, aber natürlich jetzt auch in den Bereich der Elektronik hinein, Netzteile, Motorstarter, Hybridschalter und ganz neu unser Modus C14, der einen komplett sicherungslosen Kurzschlussschutz bis 100 kA ermöglicht. Ja, kommen wir zum Crossboard, das eigentliche Thema. Wir sind hier losgelaufen im Jahre 2016 mit einer sogenannten Weltpremiere und einem Starter-Kit. Wir haben damals eine Einspeisung, einen Adapter für Motorstarter und eben unseren elektronischen Motorstarter, den Motus, in den Markt gebracht mit dem Ziel, eine Out-of-the-Box-Plug-and-Play-Energieverteilungslösung anzubieten.
seit 2016 im Markt, mittlerweile sehr stark in der Automatisierungstechnik verbreitet, hat einen quasi Standard bekommen. Die Out-of-the-Box und Berührungsschutzmöglichkeit bietet eben dem Kunden eine sehr, sehr schnelle Installationsmöglichkeit und schafft es auch, dass man im Endeffekt das ganze Produkt oder die Produkte auf dem Board automatisiert aufklicken kann. Sie sehen hier die komplette Produktreihe, die wir mittlerweile im Portfolio haben. Reicht von dem schmalsten Trenner der Welt, dem Quadron NH000, über Einspeisungen und alle Elektroniken, die wir zur Verfügung haben, also Netzteile, 24-Volt-Netzteile, Adapter und Motorstarter. Das Ganze auf 160 mm Höhe, also sehr klein, sehr kompakt. Und wie gesagt, ein Plug-and-Play-System. Sowohl die Produkte lassen sich auf das System Plug-and-Play aufrasten, als auch das System auf eine DIN-Tragschiene Plug-and-Play-mäßig installieren. Ja, wir wären nicht Wöhner und wir wären nicht so innovativ unterwegs, wenn wir uns nicht Gedanken über die Zukunft gemacht hätten. Das heißt, den nächsten Evolutionsschritt einzuleiten. Das heißt, wir wollen die Installation weiter vereinfachen, wir wollen die Verdrahtung einfacher und sicherer gestalten und natürlich das Megathema Digitalisierung geeignet voranbringen. Heißt, intelligente Produkte, die sowohl messen als auch analysieren und dem Kunden Entscheidungsvorschläge quasi erarbeiten, herstellen und natürlich auch eine Vernetzung der Produkte innerhalb des Schaltschranks sicherstellen. Was haben wir gemacht? Wir haben ursprünglich zwei Längen in den Markt gebracht, also 225 und 405 mm, sehr stark orientiert an den Lösungen im Bereich der Motorstarter. Wir sind jetzt hergegangen und haben gesagt, na gut, wir müssen eigentlich den Fokus ein bisschen anders legen. Wir müssen uns anschauen, wo wird das Crossboard verbaut. Es wird in einem Schaltschrank verbaut und somit haben wir uns an den Breiten der handelsüblichen Schaltschränke orientiert. Das heißt, künftig wird es die Crossboards zusätzlich auch in den Längen zwischen 600 bis 1200 mm Schaltschrankbreiten geben, sodass Sie optimal die komplette Breite des Schaltschrankes mit Crossboard ausstatten können. Das Ganze kriegt noch den riesen Vorteil, dass wir eine Einspeisung- und Durchschleifefunktion von hinten vorgesehen haben, den sogenannten Back-Creto oder Creto. Und mit dem können Sie quasi, ohne dass Sie einen Installationsraum auf der Vorderseite verlieren, das System von hinten einspeisen. Wir haben darüber hinaus die Stromtragfähigkeit weiter erhöht. Also wir sind von 125 Ampere auf 160 Ampere gegangen. Das Ganze bleibt weiterhin werkzeuglos kontaktierbar. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Anschlusstechnik bis 120 Quadrat Klemmraum eine sehr, sehr komfortable ist und natürlich auch Wärme abführen kann. Ja, und das Ganze ist auch komplett drehbar, sodass Abgang oben, Abgang unten jederzeit möglich ist. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie befestigen quasi den Back-Creto im Schrank und klicken dann künftig das Crossboard nur noch in diesen Creto hinein. Ja, was kommt dazu? Das Thema Digitalisierung. Sprich, wir haben voll integrierte Messtechnik in den verschiedenen Produkten. Das heißt, wir migrieren Messtechnik in unsere Produkte hinein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite stellen wir Plattformen zur Verfügung, sodass sie herkömmliche, in Anführungszeichen dumme Produkte mit Messtechnik im Nachhinein ausrüsten können. Auf der einen Seite sehen Sie eben unseren sogenannten Modus C14, der selbstständig Strom, Spannung, Phasenwinkel und die komplette Motorüberwachung durchführt. Auf der anderen Seite sehen Sie das sogenannte Messtechnik-Sandwich Cross-MT, was Sie quasi als Zwischenlayer zwischen das Produkt und das Crossboard einbringen können, entweder von vornherein oder zu Analysezwecken. Gut, was darüber hinaus passieren wird, Wöhner wird sich sehr stark mit dem Thema Software und Softwareerweiterung auseinandersetzen. Das heißt, neben der Standardkonfiguration dieser Produkte wird es ein erweitertes Softwarepaket rund um erweiterte Messtechnikfunktionen geben, Sicherungsüberwachung, detaillierte Motoranalysen mit Lifetime-Betrachtungen und zum Beispiel auch das Thema Softstart. Ja, was kommt nun? Die nächste Evolutionsstufe. Wir bringen zwei Systemwelten zusammen. Somit natürlich auch die Vorteile der beiden Systemwelten. Auf der einen Seite Wöhner mit seinem Crossboard, auf der anderen Seite Lütze mit seinem Airstream-System. Es ist aus unserer Sicht ein idealer Fit. Und wie Sie schon sehen,
auf dem rechten Bild gliedert sich das sehr gut ineinander ein. Das heißt, Sie können künftig entweder ein Crossboard auf einen Lützebügel, auf einem Lützerahmensystem setzen oder eine herkömmliche Lütze-Verdrahtungsschiene. Somit sind auch alle Zusatzmodule, die Lütze bereits im Portfolio hat, mit Kabelkämmen direkt einsetzbar, verwendbar, und es fügt sich nahtlos ein Energieverteilsystem mit einem Installationssystem zusammen. Fokus, wie Sie hier sehen, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Hierzu habe ich ein paar Details nochmal herausgearbeitet. Sie sehen auf der einen Seite, was Wöhner bringt, auf der anderen Seite die jeweiligen Vorteile von Lütze. Sie sehen zum Beispiel auf der Wöhner-Seite die rückseitige Einspeisung. Dadurch ermöglichen wir eine Dreidimensionalität im Schaltschrank. Das heißt, wir kommen weg von einer normalen Montageplatte hin zu einem dreidimensionalen Aufbau. Wir können dadurch mehr Raum nutzen. Auch die ideale Breitennutzung ist ein Riesenthema für uns. Eben, Sie können das ganze System über die komplette Breite des Schaltschranks bauen oder eben auch nur hälftig oder je nachdem, wie Sie es eben brauchen, ideal angepasst an Ihre Lösung oder an Ihre Herausforderung. Ja, auf Seiten Lütze, die viel diskutierte Diskussion, den Ersatz einer Montageplatte durch ein Lütze-Verdrahtungssystem mit den Vorteilen der thermischen Optimierung und eben auch hier der dreidimensionalen Bestückung und der einfacheren Nutzung oder intensiveren Nutzung des Raumes des ganzen Schaltschrankes. Die Betrachtung, wie ich schon sagte, geht nicht nur in die Herstellung des Produktes oder in die Performance eines Produktes, sondern auch in den Bereich Lifecycle. Unsere Produkte sind so entwickelt, dass sie eine maximale Lebensdauer haben. Das heißt, Sie profitieren natürlich davon, wenn wir ein optimiertes Thermomanagement bekommen. Dementsprechend, wenn viel Elektronik verbaut ist, verändern sich über die Fitraten die Lebensdauern. Und wir haben einen sehr, sehr positiven Effekt, dass unsere Produkte noch mal langlebiger und robuster im Markt agieren können. Die Kombination mit dem Airblower, der gerade vorgestellt wurde, oder eben auch Airblades, die gezielt Kühlung an Hotspots ermöglichen, davon profitieren natürlich jetzt auch die Wöhner-Produkte. Das heißt, Sie können auch hier dann nochmal gezielt etwaige Hotspots mit Kühlung versehen. Und das Ganze, und das muss man als Riesenvorteil ja sehen, mit relativ geringen Energiekosten über die Lifetime. Ja, das ist eigentlich der Riesenvorteil an der ganzen Sache. Ja, der Berührungsschutz, das heißt, Sie können unter Spannung arbeiten. Sie haben alle Vorteile des Lütze-Systems, dass es eine einfache Verdrahtung ist, eine geschützte Verdrahtung. Sie können Ihre Kabel direkt nach hinten führen. Es ist alles abgerundet, das heißt, es kommt zu keiner Beschädigung von Personal oder von Leitungen. Ordnung, für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben unser System nach unserem Rastermaß ausgelegt und auch strukturiert. Das heißt, alle Produkte folgen unserem Standardrastermaß, sodass eben eine komplett universelle und individuelle Bestückung des Crossboards möglich ist. Bei dem Lütze-System nutzen wir dann zusätzlich noch den Vorteil, eben eine Montageebene und eine Verdrahtungsebene voneinander zu trennen. Das nutzen wir dann logischerweise beim Crossboard genauso und haben dann die Möglichkeit, eben in die Tiefe hinein Funktionen zu verlagern. Auch die separierte Verlegung zwischen Hauptsteuerkreisen und Datenleitungen ohne den Kabelkanal. Und das ist, denke ich, ein Riesenvorteil, wenn Sie an Erweiterungen denken, wenn Sie an Fehlersuche denken, wenn Sie daran denken, dass nach einer gewissen Zeit teilweise Leitungen, und das passiert leider in der Praxis, miteinander verbacken, können Sie hier auf ein System bauen, was solche Effekte völlig eliminiert. Und Sie können jederzeit sehr effizient, sehr kostengünstig Leitungen nachziehen, Fehler suchen oder dementsprechend auch Optimierungen durchführen. Ja, Wirtschaftlichkeit natürlich auch durch Vereinfachung. Ich hatte es bereits erwähnt, man sieht es auch in dieser kleinen Animation. Plug and Play ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Sie können Produkte bei Wöhner in das Crossboard einfach aufrasten. Es erfolgt eine automatische Kontaktierung zwischen, also mechanisch und elektrisch. Künftig dann auch das Thema Intelligenz. Das heißt, auch die Vernetzung wird in diesem Zuge mit stattfinden. Und so sparen Sie natürlich Zeit und können auch den Automatisationsgrad in Ihrer Fertigung oder in Ihrem Bereich maßgeblich erhöhen.
im Bereich Lütze natürlich der Riesenvorteil der Flexibilität. Es ist extrem übersichtlich, es ist einfach zu verstehen. Sie können Funktionsbaugruppen bilden. Und Wöhner bietet mit seinem Energieverteilsystem hier eben die ideale Ergänzung hin zu diesem Verdrahtungssystem, weil dann eben auch die Funktionsbaugruppe Energieverteilung sich nahtlos in dieses komplette System einfügt. Klar, das Megathema und das, denke ich, wurde heute auch in den verschiedenen Beiträgen schon ausgiebig vorgestellt und diskutiert. Ein Riesenproblem in unserem kompletten Bereich wurde gelöst. Und zwar können wir mit einfacheren und einfachen Mitteln unser System kühlen. Wir können die Kühlleistung dahin bringen, sehr effizient und nachhaltig, wo man sie wirklich braucht. Wir können Funktionsbaugruppen bilden und wir können, wie Sie das auf der rechten Seite sehen, zwischen ohne Airblower und mit Airblower die Kühlung der Systemwelt sehr, sehr präzise steuern. Das führt natürlich zu einer erhöhten Leistungsdichte. Wir können dadurch unsere Produkte intelligenter gestalten. Sie können dichter packen. Es gibt weniger Reduktionsfaktoren. Und am Ende des Tages ist natürlich die Lifetime von so einem Produkt länger, wenn die thermische Belastung ganz einfach geringer ausfallen kann. Das heißt, wenn Sie an den Aufbau eines Schaltschranks denken, können Sie wesentlich kompakter bauen. Sie können einfacher bauen, Sie können modularer bauen und das Ganze in einer ordentlichen Systemwelt sehr, sehr einfach strukturieren. Ja, das Gute an der ganzen Sache ist, ab der Hannover Messe geht's los. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch darauf, dass es endlich mal wieder eine Präsenzmesse, die Hannover Messe, gibt. Wir werden hier persönlich vor Ort sein, werden diese Verschmelzung der beiden Systeme, Airstream und Crossboard, auf unserem Messestand vorstellen. Und freue mich natürlich über rege Beteiligung und freue mich natürlich auch, Sie persönlich auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Ja, Philipp, ich komme von hinten um die Ecke rein. Ja, das ist doch schön. Vielen Dank für deinen Vortrag. Sehr gerne. Spannende Einblicke gegeben. Ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, die reinkam. Braucht es überhaupt Anpassungen, damit das Crossboard und der Airstream zusammenarbeiten kann, dass man das connecten kann? Ja. War das schon kompatibel irgendwie? Na, ich sage mal so, vom großen Grundgedanken war es natürlich ein Stück weit schon von vornherein kompatibel. Man sieht es ja auch, ja, also es fügt sich nahtlos ineinander ein. Was wir gemacht haben ist, wir haben einen sogenannten, also oder Lütze-Systeme werden ja über einen Lütze-Bügel aufgebaut, auf die das System montiert wird. Was wir gemacht haben ist, wir haben einen Spezialbügel kreiert, der quasi für die Aufnahme des Crossboard-Systems auch im Plug-and-Play funktioniert. Mhm. Das heißt, man kann über diesen Wöhner-Lütze-Bügel quasi das Crossboard werkzeuglos montieren. Ja, und das ist eigentlich nur die Ergänzung gewesen als Schnittstelle, die wir hinzufügen müssten. Mhm. Ansonsten war das System komplett kompatibel, weil ja auch Lütze sich an den gängigen Schaltschrankbreiten orientiert und damit ein Best-Fit. Mhm. Die nächste Frage. Sammelschienensysteme haben lange Lebenszyklen. Ist eigentlich gut für Nachhaltigkeit schon mal. Auf jeden Fall. Wo sehen Sie das Crossboard in 10 Jahren, wird hier gefragt. In Klammern Anwendungen, Systemerweiterungen. Ja, also ich sage mal so, was wir im Markt sehen, ist natürlich, dass wir die Energie zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle bringen müssen. Wir sehen einen Trend dahin, also ich sage mal, Anlagen ganz gezielt auszulegen, also Sicherheitsfaktoren gegebenenfalls, die man früher on top eingeplant hat, rauszunehmen, um eben genau auf den Punkt eine Anlage zu produzieren. Ja, aus Kosten-, Wirtschaftlichkeitsgründen und auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Da sehe ich Crossboard als ideales Produkt, weil sie hier sehr individuell und modular das genau auf diese Anforderung ausstellen können. Und wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, sehe ich natürlich weitere Produkte. Also das Thema Elektrifizierung wird fortschreiten. Wir werden künftig weitere Elektronikprodukte, intelligente Produkte, Messtechnikprodukte im Markt sehen. Und Crossboard ist die ideale Plattform im Schaltschrank, um eben diese Produkte sehr einfach und effizient zu montieren und elektrisch zu betreiben. Mhm. Der Trend, an die Maschine ranzugehen, also mit dezentralen Boxen an den Maschinen, ist durch Crossboard genauso kompatibel und möglich, wie auch eventuell später mal eine Single-Installation. Also auch in diesem Bereich, denke ich, wird man in den nächsten Jahren sehr deutliche Trends sehen. Spannende Frage ist auch, du hast das vorher erwähnt,
Langlebigkeit von so einem Sammelschienensystem. Wie geht es ihr den Spagat? Jetzt geht dieses Crossbar, läuft 10 Jahre, man braucht die Innovationszyklen, wieder neue Produkte. Wie ist das vereinbar mit Wirtschaftlichkeit, diese Langlebigkeit? Was ja gut ist für die Nachhaltigkeit. Na, ich denke, also das Gute in unserer Branche ist ja, dass wir Entscheidungen für die Langfristigkeit treffen. Das heißt, wenn wir eine Systemwelt in den Markt bringen, achten wir darauf, dass es nachhaltig und für einen langen Zeitraum ausgelegt ist. Was wir getan haben, ist, wir haben eine sehr starke Standardisierung der Kontaktiertechnik erstellt. Das heißt, unsere Kontakte beim Crossboard, die bis 160 Ampere gehen, sind jetzt standardisiert für alle Produkte. Das heißt, ich kann jederzeit Produkte hinzufügen mit der standardisierten Schnittstelle bis 160 Ampere. Das heißt, ich habe hier standardisiert und gleichzeitig die Tür aufgemacht für eine sehr starke Individualisierung und auch die Tür aufgemacht für andere Hersteller, diese Schnittstelle zu nutzen und eigene Produkte zu entwickeln, die man direkt auf das Crossboard platzieren kann. Und im Wesentlichen gehen wir davon aus, dass diese Plattform, ähnlich wie das 60 Classic, was ja, wenn man sich das vorstellt, aus den 80er Jahren kommt, ja, also das ist ja nur die Basis für das, was dann eigentlich als Produkt und als Produktwelt obendrauf passiert. Das heißt, die Basis ist gelegt, da sind wir sehr zuversichtlich, dass das für die nächsten Jahre auch in dem Strombereich passt und schauen, was dann noch weiter passieren wird. Mhm. 60. Im Übrigen haben wir das ja bei 185 Power auch gemacht. Also die 185 Power Kontakt- und Systemwelt haben wir auch standardisiert über Klemmbügel, die durch den Berührungsschutz hindurchtauchen. Und da haben wir natürlich auch einen Standard gesetzt, der so im Markt einfach Sicherheit und Modularität bietet. Du hast die 60 Classic gerade erwähnt. Das führt uns auch zur nächsten Frage. Das Crossboard ist ja bereits ab Werk fertig montiert, im Gegensatz zum 60 Classic. Richtig. Geht die Entwicklung in Richtung Out of the Box, sag mal Plug and Play? Ja, also wir haben natürlich einen gewissen Trend, dass Maschinen und Anlagen mit einer gewissen Durchlaufzeit bei unseren Kunden gefertigt und am besten vom Hof kommen müssen. Mhm. Deswegen ist für uns Plug and Play natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, weil es Sicherheit, Austauschbarkeit auch im Feld dann und eben Effizienz beim Aufbau bedingt. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Natürlich bietet 60 Classic das Thema der Individualisierung immer noch mal einen Ticken mehr. Ja? Sie haben natürlich dann die Situation, dass Sie das geeignete Equipment brauchen, Sie müssen die Sammelschienen ablenken, Sie müssen das im Schaltschrank montieren. Das ist eine sehr individuelle Welt, hat auch seine Vorteile. Die Crossboard-Welt mit seiner Out-of-the-Box, mit dem Out-of-the-Box-Gedanken ist dafür ausgelegt, eben im Automatisationsbereich, für den Automatisationsbereich, möglichst schnell und effizient Anlagen aufzubauen. Mhm. Ja. Hast du in deinem Vortrag ja diversen Kundennutzen schon dargestellt. Wie wichtig ist denn das Thema auch für die Kunden, ihr thermisches Management? Also ich muss sagen, das Thema thermisches Management beginnt bei uns bei jeder Entwicklung ganz am Anfang. Weil im Endeffekt durch ein gutes thermisches Management beeinflusse ich den Produktaufbau, die Produktkosten, das Verhalten des Produktes während der Lifetime. Unser Bestreben ist es natürlich auch Energieverluste, die wir an Übergangswiderständen beispielsweise haben, möglichst zu reduzieren, um dann auch während des Betriebs möglichst wenig Energie in Verlustleistung umzusetzen. Und natürlich ist ja auch klar, je geringer ein Produkt belastet wird, umso langlebiger ist es. Das heißt, das thermische Management ist von Anfang bis Ende für die Total Cost und für die Total Lifetime natürlich absolut entscheidend. Also es ist eines der Kernpunkte. Ja, und wir haben zum Beispiel das Produkt der schmale Trenner, der Quattro und Triple Null. Da ist es uns ja gelungen, also wirklich in 49,5 mm drei Triple Null-Sicherungen, NH-Sicherungen unterzubringen, die auch so angeordnet sind, dass die Wärme ideal an der oberen Sicherung vorbeigeht. Das ist so eine Triangel-Anordnung. Und es war nur möglich, diese Kleinstanordnung zu wählen, indem man von Anfang an das thermische Management als Prio 1 mit berücksichtigt hat. Hat natürlich den riesen Vorteil, dass man Material spart, dass man klein und kompakt ist und trotzdem die technischen Anforderungen erfüllt. Gehen wir zur nächsten Frage, die eingeblendet wird. Ihr liefert ja auch international, es geht um Thema Internationalisierung. Wie kommt das Crossboard in anderen Regionen mit zum Teil unterschiedlichen Arten der Installation an, zum Beispiel USA? Ich würde mal sagen, der Out-of-the-Box-Gedanke
ist ein, und Plug-and-Play-Gedanke ist ein weltweiter Renner. Mhm. Ja, also wir erleben das massiv. Also wenn Sie das selbst einmal in die Hand genommen haben und sagen, okay, das ist jetzt Klick und das war jetzt die Energieverteilung oder das war die Installation, dann erleben Sie sehr plakativ, wie einfach gestaltet das ist. Und wir haben durchweg in allen Bereichen, ob das jetzt USA ist, da arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, beginnt die Marktdurchdringung. Also man muss ja sagen, unsere Branche braucht immer ein bisschen, bis so eine Innovation auch wirklich sich im Markt etabliert. Aber die Hochlaufraten, die wir mit dem Crossboard und den Produkten auf dem Crossboard haben, sind aus unserer Sicht sehr, 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 sehr toll. Und gerade in den Ländern, wo eben auch Lohnkosten hoch sind, ja, wo der Weg hin zur Automatisierung geht. Länder, in denen das Thema Fachkräfteausbildung, Sicherheit, allseitiger Berührungsschutz ist ja da ein Riesenthema. Ja, Sie können keinen Live-Part quasi, also kein spannungsführendes Teil berühren und unter Spannung arbeiten. Das sind natürlich Riesenvorteile für die Firmen. Ja, auch die Modularität, die wir haben, ja, also diese Wiederverwendbarkeit. Sie können große Systeme mit 60 Classic und demselben Produkt bauen wie mit dem Crossboard. Ja, und so Artikelnummern reduzieren, Aufwände reduzieren, Lagerhaltung reduzieren. Und da ist natürlich der Erfolg fast nicht mehr aufzuhalten von so einer Plattform. Und das Schöne ist ja schon, dass diese Plattform auch anderen Partnern zur Verfügung steht. Wir haben auch Partner im Markt, die sie auch auf diese Plattform setzen. Und das ist ganz toll. Und es werden immer mehr Partner. Und das Ziel ist ja irgendwo, diese Crossboard-Plattform auch als Industriestandard, ähnlich wie wir das damals mit dem 60mm-System gemacht haben, zu etablieren. Und dann, denke ich, haben wir eine gute Basis für hervorragende Produkte on top. Würdest du auch sagen, Energieeffizienz, jetzt bleiben wir beim Schaltschrank runterzubekommen, funktioniert heute nur noch mit Partnerlösungen, weil einer allein kann das nicht heben. Darum macht sie ja, wie du gerade gesagt hast, auch mit Lütze und auch mit anderen Herstellern. Ja. Also ich denke, ein partnerschaftlicher Umgang ist das A und O in der gesamten Industrie. Ich denke, die Zeiten heute zeigen das ja noch viel mehr. Ja, es gibt Lieferengpässe, es gibt ein Problem hier, es gibt ein Problem da. Wenn man hier nicht partnerschaftlich agiert, sich gegenseitig hilft und versucht, Lösungen zu finden, aufeinander zuzugehen, denke ich, ist es überhaupt es ist völlig alternativlos. Und Partner im Markt zu haben, die ein System standardisieren, ist, denke ich, das A und O, um effizient in der Zukunft, auch zukunftsfähig zu bleiben. Mhm. Ich denke, wir Alleinlösungen oder Lösungen, wo man auf Know-how oder Technologie sitzt, ja, und die nicht preisgibt oder nicht teilt oder schaut, welchen Mehrnutzen man für den Kunden oder für Partner generiert, ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man hier sinnvoll mit diesen Technologien umgeht, die teilt, und mit den Leuten teilt, die wirklich auch die Systeme voranbringen. Ja? Also Alleingänge halte ich persönlich, und das ist meine Erfahrung jetzt aus der Branche, für nicht gut, nicht zweckmäßig. Und wir als Wöhner, ich persönlich, wir ticken da anders. Wir versuchen, Leute zu begeistern, von der Innovation zu begeistern, von der technischen Funktionalität und von der technischen Exzellenz zu begeistern und damit den Standard zu schaffen. Mhm. Da hast du recht, und wir würden ja wieder im proprietären System einmünden. Da hat der Kunde auch nichts davon. Nein, und ich denke, so ein System wie das Crossboard, wenn die Schnittstelle standardisiert ist, ja, dann hat der Kunde, wenn er sich für diese Schnittstelle entscheidet oder für das Grundsystem entscheidet, auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Lösungen zu wählen. Das ist ja gerade der Riesenvorteil daraus. Ja? Und ich kann, wenn Lieferengpässe passieren, durchaus auch mal eine Second Source haben und kann dementsprechend meine Installation fertigstellen. Ja, ich bin einfach viel flexibler dadurch, dass ich eine standardisierte Plattform habe, auf die mehrere Kunden oder mehrere Partner quasi aufsetzen. Mhm. Du hast vorher auch schon ein bisschen erwähnt, Monitoring kann man machen beim Crossboard. Mhm. Wie geht es denn generell mit der Digitalisierung weiter? Was siehst du da noch für Potenzial? Ja, das Thema Digitalisierung ist natürlich auch, also hat seine Für und Wider. Ja? Also jeder spricht darüber. Die gelebte Digitalisierung sieht häufig ein bisschen anders aus. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir an den richtigen Stellen gewisse Daten erzeugen, also messen oder erfassen, dass diese Daten verdichtet werden, sinnvolle Auswertungen stattfinden und dass dann sich gut überlegt wird, was man mit diesen Daten macht. Gibt man die Daten direkt an einen Bediener? Lädt man die Daten über ein Bussystem irgendwo hin? Speichert man die Daten,
wie analysiert man sie? Also das Thema Datendichte, Datenverwendung ist ein ganz, ganz entscheidender Erfolgs- oder auch Misserfolgsfaktor. Auch hier über proprietäre Systeme zu sprechen, ist auch schwierig. Ja, also ich bin der Meinung, hier funktioniert es nur mit allgemeinen Standards, weil sonst auch Kunden und Anwender völlig überfordert sind. Mhm. Man muss hier Komplexität rausnehmen, man muss hier versuchen, den Kunden einfache, praktikable und sinnvolle Lösungen zu bieten. Mhm. Und auf diesem Weg sind wir. Ich kann nur motivieren, sich den Modus C14 da mal anzuschauen. Also wir haben hier ein innovatives Beleuchtungskonzept entwickelt, wo man darauf hingewiesen wird, wenn es eine Warnung oder eine Störung gibt oder eine Funktionsinformation, wird an der Steuer- oder an der Lastseite das Gehäuse leuchtend gemacht. Also man erkennt sehr schnell, okay, jetzt habe ich da ein Thema. Ich habe aber auch eine Interaktionssoftware auf diesem Produkt, was ermöglicht, nicht nur einen Fehler zu beschreiben, sondern dem Kunden auch zu sagen, und so löst du den Fehler. Und ich denke, das ist der ganz, ganz wesentliche Punkt, dass man dem Kunden nicht nur sagt, oh, ja, jetzt habe ich da ein Problem, sondern ich muss dem Anwender ja irgendwo sagen, hey, schau doch mal dahin. Oder die wahrscheinliche Ursache ist das. Oder Achtung, durch unseren voll elektronischen Kurzschlussschutz sind wir zum Beispiel auch in der Lage, jederzeit, also den Kurzschluss noch weiter anstehen zu haben und zu sagen, nee, du hast ihn immer noch nicht beseitigt, es ist immer noch nicht weg, ja. Früher hat man eine Sicherung ausgetauscht, hat die neue rein, puff, war sie wieder weg, weil der Fehler halt noch nicht behoben war. Und so habe ich sehr sicher, sehr nachhaltig Möglichkeiten, dem Kunden, also dem Anwender in dem Fall direkt, zu zeigen, hier ist der Fehler, so behebst du ihn. Und dann ist hoffentlich die Stillstandszeit sehr, sehr gering. Und im Übrigen ist es also sehr, sehr häufig so, ja, dass man ja die Fehlersuche, dass die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und häufig ist es dann nicht das Produkt an sich, ja, die Elektronik, sondern häufig ist es irgendwo ein Vertratungsproblem. Mhm. Ja, also es sind meistens Kleinigkeiten, die dann zu einem Ausfall führen oder ja, irgendwo ein Kurzschluss, der in irgendeiner Vertratung stattfindet. Und was normalerweise dann immer passiert ist, ja, man ruft den Hersteller, des Umrichters an, man ruft den Hersteller des Motorstatters an oder man ruft uns an und sagt, euer Produkt geht nicht. Ja, das ist es aber meistens nicht. Und bis man dann wieder den Fehler gefunden hat und das gelöst hat, halte ich es für sehr, sehr effizient und einen sehr, sehr hohen Service, wenn man eben hier Intelligenz reinsteckt, die Messtechnik so ausstattet, dass man diese Fehler leicht findet und dem Benutzer selbst ermöglicht, seinen Fehler zu beheben. Mhm. Und dieses Cross-MT, was ich auch dargestellt habe, ist ja ein Adapter. Man kann eigentlich Sandwich dazu sagen. Warum Sandwich? Weil das Crossboard ist unten, das eigentliche Produkt kommt oben drauf. Und durch die Standardisierung der Kontakte habe ich alle Produkte, die für Crossboard einsatzfähig sind, sofort intelligent gemacht. Das heißt, ich kann Strom messen, Spannung messen. Wir haben Software-Algorithmen entwickelt, die Sicherungsausfall anzeigen, ohne dass ich ein separates Modul obendrauf benötige. Wir haben eine sehr genaue Strommessung da auch als Option mit eingebaut. Und so kann ich dann auch direkt an dem Gerät digitale Ausgänge schalten, kann darauf reagieren, kann eine übergeordnete SBS ansteuern und habe so die Möglichkeit, sehr intelligent und sehr einfach Systeme aufzubauen. Mhm. Das gehört so mit Differenzstrom, glaube ich, gesagt. Da ist eine Zuschauerfrage, die reinkommt. Ist es denkbar, mit einem Crossboard auch die Funktionalität der Differenzstrommessung eines Schaltschranks abzudecken? Differenzstrommessung eines Schaltschrankes. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Sonst ist das auch. Wenn versteckt ist und ich will da jetzt nicht irgendwelchen Blödsinn erzählen, möglicherweise. prinzipiell kann das Cross-MT verschiedene Messvarianten durchführen. Also wir können zwischen den Phasen messen, man kann aber auch gegen N messen. Ja? Also man könnte jetzt Phasenwinkel oder Phasen zwischen L1, L2, L3 messen. Wenn das als Differenzstrom meint, man könnte aber auch die Einzelphase, also eine Phase gegen N messen. Also auch diese Modi gibt es, dass man eben auch im DC-Bereich zum Beispiel gibt es auch häufig, ne, dass man da potenzialfrei messen will. Und ich hoffe, dass es das war. Ansonsten gerne im Nachgang noch mal eine Info und dann würde ich das auch noch mal detailliert beantworten. Ja, wie gesagt, lieber Zuschauer, der die Frage gestellt hat, ein Experte meldet sich dann gerne zu der Frage noch im Nachgang per E-Mail bei Ihnen und beantwortet das noch mal ausführlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch spannend. Verwenden Sie auch neue Rohstoffe
für Ihre Produkte, nutzen ja viel Kunststoff, auch viel Aluminium. Gibt es da irgendwas, wenn man jetzt, geht heute um Nachhaltigkeit? Ja, auf jeden Fall. Also auch da sind wir natürlich sehr, sehr aktiv. Wir haben zum Glück in unserer Firmengruppe eine sehr, sehr kompetente Kunststofffirma, Firma Zenit, die uns hier sehr, sehr stark und sehr gut berät, auch sehr nah mit an der Forschung dran ist. Wir haben sogenannte wärmeleitfähige Kunststoffe, die wir explizit einsetzen, um an gewissen Hotspots auch Wärme aus dem Inneren der Gehäuse nach außen zu führen und da abzuführen, wo man eben dann wiederum zum Beispiel mit so einem Airblower die Wärme auch wegführen kann. Also wärmeleitfähige Kunststoffe wäre da ein Beispiel. Wir haben bei dem Motus C14 erstmalig einen sogenannten Biobase-Kunststoff verwendet. Das ist ein Kunststoff, der regenerativ hergestellt ist und den man auch im Endeffekt wieder also rückführen kann. Da, denke ich, haben wir auch einen Meilenstein eingeläutet, weil wir haben natürlich hochtechnische Kunststoffe, die Stromtragfähigkeiten abkönnen müssen, die auch Brandschutz und IEC und UL-Anforderungen abkönnen müssen. Aber an den Stellen, wo wir es können, können wir auch ressourcenschonend eben diese Biobased-Kunststoffe einsetzen. Und das Ziel muss natürlich sein, dass auch diese Kunststoffe Schritt für Schritt diese technischen Anforderungen erfüllen, stärker, sodass man irgendwann mal dahin kommt, dass ein Gesamtprodukt eben diese Biobased-Eigenschaften bekommt. Ja, aber das ist eine spannende Entwicklung. Ja, das ist super. Also ich finde das total beeindruckend, weil wir wollen unserer Nachwelt im Endeffekt ja keinen Elektroschrott hinterlassen, sondern wollen da auch die Verantwortung für übernehmen, das wieder möglichst langlebig zu haben. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch, wenn das Produkt am Ende angekommen ist, möglichst effizient damit umgehen zu können. Nächste Frage, die reinkam. Schaut ein bisschen nach vorne. Wo sehen Sie denn das Crossboard und Airstream in 5 Jahren? Was antwortest du da? Da antworte ich natürlich hoffentlich in möglichst vielen Anwendungen. Ja. Nein, also ich glaube, dass diese Kombination aus diesen beiden Systemwelten, aus einem sehr intelligenten Verdrahtungssystem, aus einem sehr intelligenten Energieverteilungssystem mit den Vorteilen des Thermomanagements und der Nachhaltigkeit, Effizienz, Sicherheit, dass das beim Kunden gesehen wird. Wir erleben es häufig, wenn der Kunde es mal ausprobiert hat, wenn er das mal in die Hand genommen hat, begriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dann werden diese Vorteile sehr schnell wahrgenommen, akzeptiert und finden Einklang. Ich gehe davon aus, dass das Crossboard in Kombination mit dem Airstream in 5 Jahren in vielen Schaltschränken auch weltweit Verwendung finden wird. Es ist einfach einfach, es ist effizient, es passt. Ja, und da denke ich, werden wir viele Anwendungen sehen. Und sind natürlich auch offen und für Vorschläge. Ja, also gerne, wenn es Erweiterungsmöglichkeiten oder weitere Ideen gibt, die da im Markt benötigt werden oder wenn es Applikationen gibt, wo Sie sagen, funktioniert denn das da in der Applikation oder welchen Vorteil sehen Sie dann in dieser speziellen Applikation, bin ich auch gerne bereit und auch mein Team und auch das Team von der Firma Lütze bereit, Sie hier zu unterstützen und die ideale Konfiguration zu finden. Ja, wir haben da auch so ein, das nennt sich Design-In-Prozess. Man kann da mit uns Kontakt aufnehmen und dann wird die Anlage idealerweise genauso konfiguriert, wie man das braucht und wie es effizient ist. Jetzt haben wir heute viel über das Crossboard geredet, beziehungsweise du hast über das Crossboard viel geredet. Gibt es denn noch andere Lösungen von Wöhner, die auch für mehr Nachhaltigkeit, für mehr, sage ich mal, Energieeffizienz im Schaltschrank sorgen? Motus hast du vorher mal kurz erwähnt. Ja, wie gesagt, unser neuer vollelektronischer Motorstatter, der jetzt als Motorstatter zur Verfügung steht, der jetzt für verlustleistungsoptimiert auch für ohmsche Lasten zur Verfügung steht. Also in derselben Bauform, 22,5 als sogenannter Ohmus für das Schalten von ohmschen Lasten. Die nächste Generation wird dann der Softstart in derselben Baubreite sein, also auf sehr kompakter Bauform Softstarter-Funktionalitäten in diesem Gehäuse und in diesem Umfang. Ja, das ist natürlich an sich eine sehr, sehr nachhaltige Geschichte. Ich bin an sich davon überzeugt, dass die Sammelschiene per se von Anfang an ein sehr nachhaltiges Konzept ist, weil es zentralisiert, es modularisiert, es vereinfacht.
Ja, es bringt Dinge vom Bauraum her, vom Platz her zusammen. Es ermöglicht schon immer, ja, Schränke, oder Anwendungen kleiner und kompakter zu gestalten. Und das ist an sich ein sehr nachhaltiger und effizienter Effekt. Ja. Also wir haben teilweise Kunden, und das ist sehr spannend zu sehen, gerade auch in den USA, wenn man dann aus 5 oder 6 Schaltschränken auf einmal nur noch 2 macht. Mhm. Ja, durch eine hohe Verdichtung, durch eine hohe Modularität, durch eine hohe Funktionskombinierung. Und das ist natürlich an sich sehr nachhaltig und effizient, meine Meinung. Mhm. Mhm. Ja, also das Thema Sammelschiene. Mhm. Du hast vorher schon über Offenheit geredet. Nochmal die Nachfrage, wie offen kompatibel ist denn das Crossboard zu anderen Komponenten oder auch Schaltschränken, wie jetzt von Rittal zum Beispiel? Ja, das ist voll, also Rittal ist voll kompatibel. Das ist völlig unbestritten. Es ist, Wöhner hat die Plattform des Crossboards, die Kontaktierplattform, geöffnet. Ja, also wir sind für alle Kunden oder Interessenten da. Wer ein Produkt machen möchte mit der Direktkontaktierung auf dieses Crossboard, ist das ein völlig offenes System. Und sind da jederzeit bereit, auch zu unterstützen bei der Entwicklung, auch die richtigen Tipps und Tricks mitzugeben, die diese Schnittstelle richtig in das Produkt mit einzudesignen. Also da sind wir völlig offen, komplett offene Plattform, weil am Ende, wie gesagt, es wird nur oder es entwickelt sich nur weiter zum Standard, wenn auch möglichst viele Produkte on top kommen. Mhm. Dann haben wir noch eine Frage, die wir noch reinkriegen. Welchen Einfluss hatten eigentlich DC auf die Energieeffizienz? Wer macht das Energieverteilungssystem? Kannst du da so ein bisschen eine Einschätzung geben? Ist ja viel im Gespräch, wenn man nach vorne blickt. Ja, also wir beschäftigen uns logischerweise auch sehr viel mit diesem Wandel DC. Allein wenn man sich zu Hause sein Haus anschaut, ja, und konfrontiert wird mit diversen Entscheidungen, ist das ein ganz, ganz eine spannende Frage. Also macht es Sinn, bei einem Fernseher von 230 Volt über Netzteil wieder auf DC zu gehen? Ja, natürlich nicht. Ja. Also DC hat seine Vorteile. Ich glaube, dass wir hier, gerade wenn wir jetzt den Energieerzeugungsteil neu denken, auch den Energieverteilungsbereich und dann auch die einzelnen Applikationen neu denken werden und neu denken müssen. Ich glaube, dass DC in den nächsten Jahren einen wesentlicheren Bestandteil in unserer Produktwelt und auch in den Applikationen und Systemwelten haben wird. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass AC komplett verschwindet, aber der DC-Anteil wird deutlich höher. Ja, und es wird deutlich über dieses Thema, wie es in der Vergangenheit war, ja, das ist über eine Photovoltaik-Anwendung oder so, hatte man Berührungspunkte mit DC oder bei den Servos. Ich glaube, es wird in einem viel breiteren Spektrum Einklang finden. Und dafür müssen Produkte vorbereitet sein, Systeme vorbereitet sein, Produkte dahin entwickelt werden. Und auch solche Dinge wie Sicherungen oder unser elektronischer Kurzschlussschutz dafür auch vorbereitet sein. Und dann kann ich nur sagen, er ist es. Philipp, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Spannende Einblicke waren das. Freut mich sehr. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dankeschön. Ich habe zu danken.